Schluck Wasser nehmen. Ah, meine Maus. Moin, moin, kommt herein. Willkommen zu einer weiteren Folge Conan Exiles. Und gut, das dauert noch einen Moment. Wir brauchen noch ein bisschen Eisenverstärkung. Und dann kann es auch schon beginnen mit dem nächsten Sklavenranz. Ja, Mathilde ist gerade unterwegs. Die ist auch da. Hallo, Mathilde. Salut. Genau, und ich habe nur einen Helm. Ein neuer Helm. Helm. Ja. Ich stehe auf Hörner. Den Sklavenhelm habe ich erstmal abgelegt. Sieht auch cool aus, aber der gibt mir hier was auf Stärke. Und der Horny-Helm gibt mir auch was auf Belastung. Kann ich mehr rumschleppen. Tja, tja, tja. Was machen wir noch in der Zeit? Dein Stab zum Segnen hast du ja ist mit dabei, ne? Ah, warte, ich kann ja ein bisschen Aloe Vera sammeln. Was kannst du machen? Mit der Sichel bitte. Ja, die hole ich mir, die hole ich mir, die hole ich mir. Ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie. Ja, man sieht so langsam, wir versuchen so ein bisschen zu organisieren. Scheiße, die muss repariert werden. Kannst du es mit Stahl oder wenigstens in der Sch... Nein. Computer sagt nein. Mehr geformtes Holz erforderlich. Ach so. Na, das ist ja nicht das Problem. Computer sagt das ja. Das müsste in der... ja, geformtes Holz und Stahlbarren. Ich repariere gerade fleißig und dann kann ich loslegen. Haben wir noch irgendwo einen guten Ort gehabt, wo wir das alles absahen können? Oder einfach hier irgendwie am Fluss? Irgendwie am Fluss immer. Gut. Nehme ich wen mit? Nehme ich wen mit? Ja, Robert. Komm mal mit. Ach, Robert! Robert, so folge mir. Nein, ich brauche Leder, um meine Pike zu reparieren. Kacke. Ja, ist ätzend, ne? Umso besser die Waffen werden, umso mehr Zeug braucht man, um die zu reparieren. Stahl habe ich mitgenommen. Stahl habe ich extra für die Reparatur mitgenommen. Ja. So eine Kacke, grün-gelb. Kann ja keiner ahnen. Wo ist denn Robert? Robert, hi. Zwischendurch noch mal ein Steak essen. Also ich weiß, hier vorne war ein bisschen Aloe Vera. Aloe. Ach, Kroko. Ich habe keinen Bock auf Kroko. Geh weg. Naja, aber ich habe fast 2000 Eisen trotzdem gesammelt. Das ist gut. Dann gehe ich einen minimal anderen Weg zurück. Weil vielleicht kriege ich dann eine Ersatz-Shensi. Ey, ey, ey! Was bist du denn für einer? Kurz. Römer? Also ich weiß, ja, Robert hat ihn, glaube ich, getötet. Naja, Robert ist ein Killer. Was hat denn der? Oh, bringt diesen Farbe mit. Gratis Herz. Aber musst du dich eigentlich noch anmalen? Ja, muss ich noch. Dann muss ich dir, kannst du demnächst mal gucken, was ich dir von der Bemalung mache. Dann kannst du dich anmachen. Ja, das ist doch gut. Lass dir sogar eine Bemalung aussuchen. Ja. War hier nicht mehr von dem Zeug? So, kleiner Umweg über den Brumm-Brumm-Tempel. Ah, hier. Ups, da ist eine Mama. Ich gehe ja schon weg. Bleib mir vom Hals. Ah, es gibt noch Flammen. Oh. Und ein Kroko hier noch hinten dran. Ihr kleinen Arschkram. Ohne Robert hätte ich das nicht geschafft. Ah, da ist eine Ersatzschänze.
komm her, Kleines. Komm, Kleines, komm, 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 komm. Ist das eine einfache Hyäne oder eine, diese bessere da? Hyäne. Wie hieß die? Tüpfelhyäne. Tüpfelhyäne. Es gibt Tüpfelhyänen und es gibt Streifenhyänen. Und Shenzi war eine Tüpfelhyäne. Hm. Gut zu wissen. Vielleicht finde ich auf dem Rückweg noch ein Hyänenjunges, dann hätte man mich auch noch ein Bansai. Hm. Bansai ist uns ja auch schon mal verloren gegangen. Vor langer, langer Zeit. Echt? Aber das war irgendwie nicht so. Ja. Wir haben mein Bansai verloren? Ja. Hä? Sieht man mal, was du für eine Bindung zu unserem Team. Nee, habe ich irgendwie Autsch. Vergessen. Jetzt merke ich, dass du Bansai ganz vergessen hast. Du hattest nur Augen für deinen Rambo. Ja, Rambo kenne ich. Apropos Rambo. Gab ja so einen aktuellen Kinofilm von Rambo. Wenn ihn jemand gesehen hat, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie der war. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich warte eh, wenn er... Vielleicht gucke ich mir an, wenn er auf Blu-ray draußen ist. Nur mal so als Info nebenbei. Hm? Hier sind Hyänen. Ist ja vielleicht ein Hyänen. Was noch? Hier sind zwei Matt. Ja, da ist doch ein kleines... Hallo, Kleines. Gott sei Dank. Da ist nämlich noch ein Junges. Hey. So, dann haben wir jetzt Bansai, Shenzi hey, und ihr Ed. Da. Kommt mal her. Ich hab was für euch. Wuhuhu. Ja, ich weiß, einen Schmelzer hätten wir noch gebrauchen können. Ich habe nichts dabei gehabt für den Schmelzer. Siehst du, ich wollte ja nochmal aufschreiben, welche Sklaven wir ja so haben. Ja, mach mal eine Mitarbeiterliste für die Bewerbungsgespräche. Genau. Ups. Ja, wir bräuchten noch das und das. Facharbeiter. Ich habe hier eine fliegende Gazelle. Oh. Jetzt ist sie wieder unten, ist einmal so in die Luft geflogen. Warte mal, da ist noch ein Kudu, der hat besseres Fleisch für die Hühner. Aus dem Weg, ihr kleinen Racker. Oh, habt ihr auch Herzen für mich? So. Keine Zeit für Mutanten. Oh, der lebt noch. Ah ne, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Hyänen. Ich habe jetzt drei Hyänenjunges bei mir im Gepäck. Das sollte erstmal reichen. Noch einer. Wir
brauche eine neue Shenzi. Alter, Robert hat den einen voll weggehauen. Jetzt kommt sie wieder. Na, Robert ist vielleicht doch eine Kampfmaschine. Schau einer an. Ja, er hat sie nur weggeschoben. Das war eine Köchin Level 2. War. Jo. So, bring ich erstmal die. Ich wollte ja keine Sklaven suchen, aber diese Aloe Vera-Geschichte ist irgendwie scheiße. Oh. Ja, das ist nicht so. Gibt nicht so einen Fleck wie bei Steinen. Hier hast du einen Haufen 20 von den Dingern und dann nein, aber. Hier gibt es so alle 100 Meter irgendwie ein bisschen. So. Drei Hyänen in der und den Tiger, den nennen wir mal um im Battle. Oh, da noch. Achtung, Achtung, ich will euch nicht wehtun. Geht doch. So, wenn ich schon mal hier unten bin. Oh, hier hinten ist gut. Hier gibt's echt so 6 Pflanzen auf einen Haufen. Boah, diese Kissentänzerin ist immer noch nicht fertig. Nee, die braucht halt lange, ne? Qualität. Ja, vor allem war die pausiert. Tänzer würde ich jetzt aber nicht extra aufschreiben, ne? Doch. Und ganz viele Tänzer. Für die zukünftige Disco. Oh, Geister. Geister gehen hier hoch. Dann guck mal, wo die hinführen. Ja, ich lauf mal denen nach. Ich habe jetzt nicht explizit danach gesucht, aber... Der eine hat so eine Frisur wie ich und der andere hat so Dreadlocks gehabt. Die gehen hier hoch. Nu? Was macht ihr dann, ihr Geister? Seid ihr links lang gegangen? Haben sich leider aufgelöst, diese frechen Biester. Die doofen Geister könnten auch mal... Oh. Achso. Du bist... Ich dachte, irgendwas Interessantes. Hm, vielleicht ein Hügel rauf? Hallo, hallo? Habt ihr Geister? Oh! Von diesen Mutanten habe ich gerade so einen Boss gefunden. Oh! Der hat irgendwie einen Feuerkessel auf dem Kopf oder sowas. Nett. Okay. Okay. Er hat so ein bisschen in sich. Mhm. Wenn ich ein bisschen mehr Heilung hätte. Vielleicht kriegst du da ja ein Dings. Ein Dingsbums? Ein Dings, ein Bosskopf. Ja, aber das Problem ist, ich habe kaum Heilung. Er hat einen Totenkopf. Ich hau mal ab. Okay, jetzt wissen wir, wo die Geister hingelaufen sind. So. Den können wir gerne mal irgendwie zusammen platt machen. Ah, hier oben geht's irgendwo ganz anders weiter. Ah, hier hängen auch Geister. Sorry, ich bin bei am Schreiben, deswegen bin ich gerade ein bisschen wortkarg. Am Schreiben? Ja, ich schreibe auf, was für Sklaven wir so haben. Beschreibung. Tagebuch 2. Ah, ich glaube, das können wir mal zusammen machen hier. Dann markier das. Geisterweg. Fertig. So.
Mal runter, ja, leuchten. Das machen wir alles mal wann anders. So. Robert? Du bist noch da. Guter Robert. Aber cool, dass man echt so nebenbei Sachen findet, obwohl ich gar nicht danach gesucht habe. Hm. Ja, so eine Erkundungstour ist auch manchmal ganz... Habe ich nicht so ganz vor, aber... Ich grase ja eigentlich nur die Orte ab, die wir ja schon mal abgelaufen sind. Theoretisch. Nimm die Pflanze da. Was konnte man mit diesen gelben Blüten machen? Konnte man diesen Trank machen, mit dem wir eine Art... Dings neu machen können, unsere Talente. Ach so, ja, habe ich nicht vor. Dann brauche ich den nicht weiter sammeln. Ich meine, ich finde es gut, dass es sowas gibt, aber irgendwie möchte ich noch nicht meine Skills komplett neu zurücksetzen. Bestimmt nicht perfekt, aber so eine kleine Übersicht habe ich schon mal. Ja. Ja. Oh, hier ist ein Stein runtergefallen. Gibt es da was immer, wenn irgendein Stein runterfällt? Heißt das, dass das was Tolles? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine okay. Ahnung. Da sind wir schon mal zwei. Gut. Ich habe jetzt auf meiner kleinen Alu-Tour 240 Aloe-Vera-Blätter gefunden. Oh, das ist doch... Klingt doch gut. Ja, ich begebe mich jetzt auf die Rückreise, weil Aloe Vera sammeln macht auch nicht so viel Spaß. Oh, mal kleiner Heinrich. Ich habe zwar den Geisterweg gefunden, aber mit so einem Megamutanten. Oh, nee, Kroko. Oh, da ist noch ein bisschen Aloe Vera. Nein, Kroko, füll Kroko. Böses Kroko, geh weg. Keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Ich habe im Leben auch immer Sinnvolles zu tun. Diese Kroko-Schlachterei. Man bräuchte so einen Kroko-Counter. Wie oft man diese Viecher tötet. Nachdem wir 500 Folgen gemacht haben, haben wir bestimmt 5000 von diesen getötet. Hm, da sehe ich nix. Damit machen wir schon wieder vergessen. Ach ja. Ich glaube, ich werde gleich mal in die Mitarbeiterhöhle gehen. Ah, folge ich dir, wenn ich gleich zurück bin. Ja, ich bin hier gerade noch ein bisschen am Sortieren. Oh, ein Rüstungsmacher Level 1. Wie süß. Ja. Rüstungsmacher, Rüstungsmacher. Bin ich Level 1. Wir haben einen Level 3. Du brauchst kein Level 1. Ah, ich weiß. Hatten wir hier mal angefangen, was zu bauen, oder ist das immer so? Achso, das war mein Versuch, mal einen Schutz zu machen, weil ich, ja, von einem Sandsturm überrascht wurde. Achso. Ja, hat ja wohl gut geklappt, ne? Hm. Wo laufe ich denn gerade lang? Ah, das ist, ich bin hier echt riesen
Nein, nein. Ach Gott. Deine Maus ist alle. Ich glaube, dein Headset auch. Ich habe es nicht übers Headset gehört gerade. Ja, alles gut. Maus. Ach so, kannst nicht drauf drücken. Okay. Mathilde ist erstmal offline. Ah, sie hat perfekt vorbereitet. Das Kabel für die Maus. Hier liegt doch glatt in der Nähe. Oh. Hallo, Vera. Oh, Coco. Ah, das lebt. Ah, Menschen. Ach, ihr wieder. Robert, komm, nach. So, da bin ich wieder. Ja, es ist gut, dass mein Headset nicht funktioniert, weil es daran liegt, dass meine Push-to-Talk-Taste auf der Maus ist. Ja, sowas habe ich nicht. Ich quatsch einfach. Ja, deswegen höre ich dich ja auch immer nur die Hälfte der Zeit. Ja. Übrigens, ihr Lieben, falls ihr euch fragt, wenn ihr auch mal ein Video von mit mir in der Hauptrolle sehen wollt, das würde natürlich bedeuten, dass Heinrich sein Push-to-Talk benutzen muss. Nein, sag ich doch gerade, ich push doch hier drauf. Ich führe immer Selbstgespräche. Auf der Arbeit, auf dem Klo, unter der Dusche. Ja, aber das Blöde an der Stelle wäre, ich rede, erwarte deine Antwort, du antwortest auch, aber unsere Zuschauer können das nicht hören. Ja, ist ja klar. Aber ich drück doch schon immer drauf für dich. Ja, ist doch gut. Ich wollte es ja nur gesagt haben. So, Ja, du wolltest was sagen. Ja, ich wollte jetzt Rambo absetzen. Und dann nehme ich mir Peter oder Horst oder irgendwen mit dem Knüppel. Oh ja, warte mal. Robert, danke für deinen Dienst. Nicht mehr folgen. Und warte mal. Ja, wer bist du denn? Kriegst... Ach nee. Du bist auf jeden Fall nicht Peter. Aufteilen. Peter hatte blaue Sachen an. Ach nee, hatte er gar nicht. Egal, hier. Archer. Kommst mit. Ich geb dir einen Knüppel. Dein Feuerkessel ist voll. Ja, der arbeitet gerade. Auch noch jemand Arme? Ich hab noch Arme übrig. Dann habe ich gleich mal 35 Aloe-Extrakte in Auftrag gegeben. Ah, fantastisch. Ey, habe ich nicht einen Typen gerade gesagt, die sollen mitkommen? Ach, der steht da noch. Ich komme dann gleich nach. Kannst ja schon mal loslegen. Alles abtöten. Ja. Also wir brauchen auf jeden Fall Schmied und Schmelzer. Ja, Schmelzer ist eigentlich egal welchen, ne? Weil wir brauchen ja... Schmelzer wäre erstmal cool, überhaupt einen zu haben, um das zu beschleunigen. Ja, genau. Einer fehlt ja. Genau, wir haben einen Level 2er und einen Level 3er. Aber wirklich cool, ich kann dir mal kurz vorlesen, was wir haben. Also Träger haben wir ein Level 2, Schmelzer haben wir Level 1 und 2... Ein Rüstungsschmied haben wir eine Stufe 3, Zimmermann haben wir nur Stufe 1, Schmied haben wir gar nicht. Wir haben einen Koch Stufe 2. Tänzer haben wir 3 und Gerber haben wir Level 2. Ich habe jetzt die Priester nicht separat aufgeschrieben. Also wir brauchen Leute. Ja. Aber wir haben ja ordentlich Schleimsuppe, wir haben ein ziemlich freies Rad. Warte mal, habe ich gerade was mitgenommen? Was soll ich mit dem Scheiß? Nein, das Lagerfeuer ist voll. Das haben wir noch nie geschafft. Ihr habt da Schleimsuppe. Der stickt dran.
Jetzt wird gesegnet. Aber jetzt, eigentlich können wir... Ah ja, das Sklavenrad ist noch gar nicht fertig, ne? Warte mal. Oh doch, das könnte was werden. Das könnte was werden. Es wird gesegnet. Wo ist Nummer 3? Ich will auch Nummer 3 segnen. Ja, dann ist das Biene. Ach, die habe ich schon weggesteckt. Okay. Mal jetzt, mich jetzt auch mal nicht um Schwefel, ne? Nee, haben wir genug. Ich könnte es noch gar nicht verwerten. Ich laufe mit Schwefel rum. Brauche ich gar nicht. Einmal wegschwefeln. So. Ach, fuck. Ich ahne Schlimmes. So, was haben wir dann? Koch. Och. Gut, Sklavenrad können wir nicht nehmen, weil... Aua, was? Aua! Fehlt Holz. Dann geh Holz hacken. Dann geh Holz hacken. Bitte heißt das, sonst komme ich gleich hin und ich kann gerade nicht bitte sagen. Aber sowas von. Sonst komme ich hier hin und versklav dich. Ach, da ist eine scheiß Biene. Jetzt ist er tot. Einer hatte hier eine Trophäe dabei. Schön. Leider nur eine Antilopenkopf. Trotzdem mal toll, wenn die Tissen, Kissentanz, Tussi immer fertig wird, damit ich das alte Sklavenrad wegbauen kann. Irgendwie ist das auch ein paar Mal einfach zurückgegangen. Also hat aufgehört. Kannst du mal aufhören, immer so nah ranzukommen? Ich hau dich immer, Rambi. Ach nee, Tänzer habe ich keine Lust drauf. Es gibt erstmal Wichtigeres. Ja, ich brauche eh nicht kommen. Wir haben eh nur zwei Plätze für Sklaven, also von daher. Was haben wir? Tänzer. Und was bist du? Sag mir doch mal, was du bist. Auch ein Tänzer.
So, Tänzer haben wir erstmal genug. Jetzt müssen wir doch im Tempel nochmal. Ah, da würde ich aber am liebsten schon das neue Sklavenrad haben. Bist du? Ach, Gerber, Stufe 1. Hm? Toll, ein Mitra-Hoherpriester. Ich hab schon einen Hoherpriester. Danke auch. Wäre das jetzt ein Seth-Hoherpriester gewesen? Ja, das wäre was Neues. Den hätte ich gleich für dich mitgenommen. Aber Mitra habe ich schon. Oh, Rambi, du gehst mir echt auf die Nüsse. Ich habe Rambi jetzt schon so oft gehauen, weil es immer näher kommt. Es ist ein Kuschel-Nashorn. Auch ein Nashorn möchte Liebe haben? Ja, aber nicht, wenn ich Holz hacke. Oh, hier sind ja noch zwei. Puh. Was haben wir denn? Kämpfer, Kämpfer. Hallo, darf ich auch mal schlagen? Arschlöcher. Dafür werdet ihr gesehen. Ja, schade, war nicht wirklich ergiebig hier. Hm. Keine neuen Mitarbeiter gefunden? Also ich habe ein bisschen gesegnet. Aber keine Mitarbeiter, die wir bräuchten. Schade. Ich bin mal gespannt, wie viel Holz ich so mit so einer Axt mal zerhacken kann. Oder rauskriege, besser gesagt. Hm. Siehst du, wenn ich hier bin, kann ich noch mal ein bisschen totes Holz machen. Wir arbeiten. Rinde und trockenes Holz. Boah, du Kackvieh. Nächstes Mal nehme ich Horst mit. Frisst es das Holz oder was? Nein, aber es kommt immer näher und wenn das Horn so in meiner Figur ist und ich dann schlage, dann haue ich dann immer quasi das Nashorn und nicht den Baum. Ja, das ist natürlich. Er ist einfach zu groß. Ja, ich glaube, das hat man aber schon mehrfach festgestellt. Ja, ich dachte mir, der hat Platz, den kann man mal mitnehmen.
ist das denn, wenn ich jetzt hier so blöd die Treppe hochzugehen? Ja, ich wollte mal gucken. Ah, das ist ja lustig. Was denn? Ich habe mir jetzt einfach mal ein Bein hier als Waffe genommen. Oh, warte, das will ich auch mal machen. Stimmt. Warte, hier nimm mal das Holz. Wir haben hier gerade ein paar Leute rumlaufen. Da hacke ich mir einfach mal ein paar kaputt. Beine kriegt man bestimmt am besten, wenn man mit einem Hackebeil rangeht, ne? Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt ein Bein in der Hand und ich kann damit schlagen und ich finde das lustig. Wer hat ein Bein für mich? Hallo. Ich will auch mal ein Bein. Das ist Rüstungsdurchdringung. 28%. Ups. Warte. Ah, ich habe mein Hackmesser nicht dabei. Kannst du auch mal Axt nehmen. Egal, ich fand's lustig. Ja, cool wäre es, wenn ich jetzt aus diesen zwei, die ich hier habe, ein Bein rauskriege. Ah, wer holtet die damit mit der Axt? Menschenfleisch. Ich will doch nur ein Bein. Aber hier gab es noch eine freiwillige Person, der hätte mir das Bein so schön zerprügeln können. Naja, das ist ja auch so. Ich finde die Idee aber gut. Was findest du? Ja, alles gut, alles gut, alles gut. So, folge mir. Huch. Robert. Das mich erschreckt. Dabei ist Robert schreckhaft. Ja, das stand da einfach so. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er da einfach so auftaucht. Tja, mit Robert muss man immer rechnen. Ich brauche eine leichte Brustpolsterung, damit mein Mitra-Priester auch Mitra-Klamotten anhat. Hallo, kannst du mir weiterhelfen? Und du? Haben Sie kurz Zeit, mit mir über unseren Herrn der Löserkultur zu sprechen? Ah! Ja! Hier habe ich dann einen Schmelzer gefunden. Immerhin. Ja, er war hier. Er war? Heißt das, er ist jetzt? Naja, ja. Die andere Leiche ist auch weg. So. Gesundheitsschaden 13. Ruhig, Nasi. Darf ich fragen, was so lustig ist? Noch nichts. Ich habe mir erstmal ein abgetrenntes Bein von so einem Schmelzer besorgt. Jetzt suche ich mal ein paar Leute und dann versuche ich die mal mit dem Bein zu zerkloppen. Okay.
Hey du! Hallo! Hey! Muskelprotz! Bist du Impotenz? Oh, da hört er. Yeah! Nimm das! Menno, wie kann ich denn meinem Mitra-Priester eine mitranische Tunikan? Yeah! Mann, oh, das geht nicht, das ist hier doof. Killerwaffe! Rüstungsdurchdringend! Da fliegt er sogar weg! Toll, jetzt wollte ich meinem Mitra-Hohepriester eine Mitra-Tunika anziehen. Und die blöde Kuh kann die nicht anziehen. No. Arf. Ja. Also ein abgetrenntes Bein kann man wirklich gut zuschlagen. Also ich würde damit jetzt nicht rumlaufen, aber so als Anfängerwaffe wäre es vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Dass man das so weiß. Weil erstmal musst du da ja auch an deinen Beinen kommen, ne? Naja, wenn unsere Steinschwerter sind ja immer sehr schnell kaputt gegangen. Da hätte man ja mal sowas nehmen können. Naja. Ich lass das Beinchen und die Ärmchen, die ich habe, mal wieder wegschwimmen. So. Schwimmt denn fort? Ja. Und dann bin ich zu Hause, ich habe Holz gesammelt und ein bisschen Beinchen und Ärmchen gesammelt. Die Axt ist nicht ganz kaputt, aber ich habe fast 2000 Holz. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich weiß, danke. Und ich werde jetzt Skelette machen. Mach das. Und ihr könnt jetzt gerne mal ein Abo da lassen oder einen Kommentar. Oder ein Like. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.